Das Logo gefällt mir sehr gut, auch hier mit der, natürlich mit der Burg. Euer Name, neues Logo, was hältst du davon? Echt cool, ich habe es schon auf den Straßen gesehen, alles drauf gesprayt. Ganz prima, habt ihr gut gemacht. Gut, mit dem Schloss oben, was? Ja, was ich an dem Logo gut finde, dass es halt Würzburg bezogen ist. Geht so, also. Und das ist besser, oder? Easy. Nicht schlecht, ich weiß gar nicht so genau, also ich weiß, wie es vorher aussah. Rund, wa? Genau. Ja, ist cool aus. Schwarz haben wir früher auch nie gespielt, also nee, würde mir glaube ich gut stehen, aber leider ist es ein bisschen zu spät. Naja, es ist ein sehr wunderschönes Logo. Ich finde es überragend, ich habe es schon überall auf den Straßen auch gesehen. Also auf jeden Fall gute Werbung. Ich denke, es spiegelt alles sehr gut rüber, den Basketball, die Stadt. Man sieht direkt, auf was ankommt. Von daher, ja, gefällt mir gut. Die Farben sind gut. Mir gefällt es sehr gut und ich wünsche dem SV Werder Würzburg ganz viel Glück in der Saison. Ja, sieht ganz ästhetisch aus, gefällt mir. Farben sind okay. Sieht man ja überall in der Stadt, ihr habt ja gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall mit den Spraydosen auf dem Boden. Das ist cool, eine coole Sache. Ja. Ich finde allgemein sehr gut, wie ihr euch präsentiert hier in Würzburg, muss man schon sagen. Die Mannschaft ist zu erkennen, Basketball ist auch drauf, also okay für mich. Ja, ein gutes Logo. Kannst du als Neubamberger nicht sagen? Darf man nicht sagen? Okay, ich hab's trotzdem gesagt. Ich find's cool, dass SW Würzburg draufsteht und nicht mehr Basketball. Und deswegen bin ich da ein großer Fan. Dankeschön für das Trikot, ja.